Erstmal möchte ich mich herzlich bedanken für die Einladung hier nach Hannover. Und ich werde hier etwas über die Kulturgeschichte von Mutter und Kind berichten. Aber am Schluss des Vortrages möchte ich meine Stellungnahme zu Corona beziehen. Und ich möchte Ihnen meine Erfahrung schildern, dass, was Corona betrifft, sofort die Menschen in zwei Lager gespalten werden. Und ich möchte gerne diese Gräben zuschütten und versuchen, dass man sich wieder gegenseitig versteht und ernst nimmt. Das ist mein Ziel. Wie Friederike gesagt hat, ist mein Lebensthema das erste Lebensjahr. Und im ersten Lebensjahr des Menschen ist seine größte Prägbarkeit, dort wird sein Erleben und Verhalten zu einem ganz großen Teil festgelegt und ist quasi hinterher unumkehrbar. Und das wichtigste Erleben in diesem ersten Lebensjahr ist die Bindung des Kindes an die Mutter. Und der Sinn dieser Bindung ist, dass sein Lernen möglichst vergrößert wird durch Imitation. Das heißt, das kleine Kind ist dann nicht mehr durch seine genetische Verhaltensdispositionen bestimmt, sondern es kann immer mehr sein Verhalten, sein Erleben modifizieren. Und beim Menschen ist dieses erste Lebensjahr durch eine große Hilflosigkeit ausgezeichnet. Es ist besonders verlängert, diese Phase. Das heißt, das Lernverhalten beim Menschen ist unendlich groß. Nun habe ich festgestellt, dass bei den Primaten, bei unseren nächsten Verwandten, das Baby immer im Körperkontakt ist mit der Mutter, Tag und Nacht. Es hält sich am Fell der Mutter fest mit Händen und Füßen. Und ein Baby weint nie, und wenn es weint, reagiert die Mutter sofort, denn es ist sonst vom Tod bedroht. Affen leben auf den Bäumen oder häufig auf den Bäumen. Und scheinbar haben die ursprünglichen Kulturen dieses Wissen intuitiv in sich aufgenommen. Mit ursprünglichen Kulturen meine ich Menschen, die entweder als Jäger und Sammler leben oder dann später in Dörfer leben, 50 bis 100 Personen. Auch da ist ein Baby in ununterbrochenem Körperkontakt mit der Mutter und zwar tags und nachts. Nachts schläft es auf dem Körper der Mama. Und diese ursprünglichen Kulturen wissen intuitiv, dass ein Weinen des Babys Todesängste bedeuten und reagieren sofort darauf. Und in meinem ersten Buch Angst und Geborgenheit habe ich feststellen können, dass im Gegensatz zu diesen ursprünglichen Kulturen alle Hochkulturen, in denen Städte gebaut werden, die geschichtet sind, mit Königen, mit Tempeln, dass in allen Hochkulturen Mutter und Kind voneinander getrennt werden. Und ich habe das verstanden als eine emotionale Anpassung, sonst hätten diese Menschen nicht in den Städten isoliert für sich leben können. Denn ursprünglich haben sie alle in einem Verband gelebt und hatten jederzeit Kontakt zu anderen Menschen. Diese Trennung verstehe ich als emotionale Anpassung. Und dabei habe ich feststellen können, je höher die Kultur, desto schärfer wird diese Trennung zwischen einer Mutter und ihrem Baby durchgeführt. Und dann habe ich mehr oder weniger per Zufall in der griechischen Mythologie entdeckt, dass diese griechischen Götter ganz furchtbare Kleinkindergeschichten hatten. Und ich möchte Ihnen nur eine Kindergeschichte erzählen, nämlich die von Zeus. Zeus ist das Kind von Rhea und Kronos. Und dem Kronos wurde prophezeit, dass er durch eines seiner Kinder entmachtet würde. Und darauf hat der Kronos alle seine Kinder nach der Geburt aufgefressen,
bis zu seinem letzten Kind, dem Zeus, und das wollte die Rea ihm nicht nochmal hergeben. Und so hat sie ihm einen großen Stein in Wickelbänder eingewickelt und hat ihm das zum Fraß gegeben. Und damit Zeus am Leben bleibt, hat sie, sie wohnen im, auf Olymp, das ist ein Berg im Norden von Griechenland, hat sie Zeus nach Kreta verfrachtet, ganz im Süden von Griechenland. Und damit Kronos das Weinen des Babys nicht hört, hat sie Wachsoldaten vor seine Höhle hingestellt, die Tag und Nacht mit ihren Schwertern auf die Schilder schlagen mussten, damit man das Kinderweinen nicht hört, von Kreta bis zum Olymp hoch. Daraus können Sie sehen, was für ein irrer Schreihals Zeus war als Baby. Und das Schicksal von Zeus kennen Sie. Er hat jede schöne Frau vernascht, hat mit ihr ein, zwei oder mehrere Kinder gezeugt, dann hat er sie wieder verlassen. Und am Schluss ist er homosexuell geworden und hat Ganymed zu sich in den Himmel genommen. Und meine böswillige Deutung war, so ein kleiner Zeus ist in jeder griechischen Seele verborgen. Und als ich diese Geschichten gehört habe, und es gibt unendlich viele solche frühkindlichen Geschichten von den griechischen Göttern, habe ich mich gefragt, wie ist denn das bei der ersten Hochkultur in den ersten Städten, wo Mutter und Kind voneinander getrennt worden sind? Und die erste Hochkultur ist Sumer, später die Babylonier. Und im Spiegel ihrer Mythen habe ich versucht, diese Mutter-Kind-Beziehung aufzurollen. Ich möchte Ihnen über Sumer nichts erzählen, nur einen kleinen medizinischen Text möchte ich erwähnen. Und in diesem Text heißt es: Baby, warum weinst du so sehr, dass die Götter im Himmel nicht mehr schlafen können? Du warst doch so ruhig im Bauch deiner Mutter. Das heißt, die Sumerer waren von den Weinen ihrer Babys völlig überflutet und waren hilflos und wussten nicht, wie sie damit umgehen können. Nur am Rande sei erwähnt, dass Sumer eine Bevölkerung ist oder ein Volk, die dauernd in einem Borderline-Zustand leben, also ganz nahe an einer psychotischen Struktur. Was mich interessiert, war dann unsere Kultur. Wie sieht das aus in unserer Kultur? Ab dem 11. Jahrhundert werden die Städte gebaut. Zuerst in Italien, dann in den Niederlanden, in Deutschland und schließlich in Böhmen. Und jetzt mache ich einen kleinen Schwenker. In den Jugendbewegung der 80er Jahre habe ich mich sehr für diese Jugendlichen interessiert. Und was mich am meisten beschäftigt hat, war diese immensen Weltuntergangsängste, die diese Jugendlichen bewegt haben. So war im autonomen Jugendzentrum praktisch in jedem Raum der Spruch: Heute sind wir an den Abgrund gekommen, morgen wollen wir einen Schritt weitergehen. Und als dann die Jugendbewegung in der Schweiz in den 80er Jahren abgewürgt wurde und es in Basel wieder ruhiger wurde, habe ich per Zufall das Phänomen der Pest entdeckt, die 1348 ausgebrochen ist, 4 Jahre durch Europa wie ein Flächenbrand durchgelaufen ist, dann war 10, 15 Jahre Ruhe, dann kam die zweite Welle. Und insgesamt hat es in der Pest 30 solche Wellen gegeben, bis etwa in der Mitte des 17. Jahrhunderts, also 300 Jahre lang. Und mir war sofort klar, das war nicht nur Untergangsstimmung wie bei diesen Jugendlichen, sondern das war tatsächlich ein Weltuntergang. Ich bringe Ihnen nur ein Beispiel, Florenz. Und Florenz war die Metropole des Handelskapitalismus. Von Florenz aus wurde ganz Europa mit Banken überzogen. Als die Pest nach Florenz kam, ist ein halbes Jahr später 90% der Bevölkerung tot gewesen. Und Florenz hat nur überlebt, weil einfach die Bevölkerung der umliegenden
Gegenden nach Florenz eingezogen sind. Italien hat sicher ein Drittel, wahrscheinlich teilweise die Hälfte der Bevölkerung an der Pest verloren. Und dazu noch eine kleine Ergänzung. Italien war damals die Vormacht in Europa, die Weltherrschaft. Und durch die Pest wurden sie so sehr geschwächt, dass Italien anschließend bis ins 19. Jahrhundert fremdbestimmt wurde durch Habsburger und Franzosen. Und erst im 19. Jahrhundert kam Garibaldi und hat gesagt, wir sind wieder eine eigene Nation. Und da wurde Italien wieder eine eigene Nation. Die Pest hat Italien das Rückgrat gebrochen. Und die Weltherrschaft ging damals von Italien nach den Niederlanden. Und dazu möchte ich auch etwas Kleines erwähnen. In den Niederlanden waren schon mehr als die Hälfte der Menschen in Städten. Und die Städte waren damals in einem katastrophalen hygienischen Zustand. Man hat einfach sich auf die Straßen entleert und die Schweine haben die Fäkalien gefressen. Seuchenmäßig mit Ratten und Flöhen als übertragen und ein Pestbakterium, müsste man sagen. Holland wäre quasi durch diese massive Überbevölkerung in den Städten einfach draufgegangen. Das Gegenteil ist der Fall. In Holland waren nie mehr, in den Niederlanden waren nie mehr als 5-10% der Bevölkerung, die an Pest gestorben sind. Und die Erklärung dazu ist ganz klar: Als aufstrebende Macht, die sie die Weltmacht übernommen haben, damals Europa, war das Immunsystem der Menschen in Holland so stabil, dass sie an der Pest nicht gestorben sind. Und vielleicht noch ein kleines Detail. Damals war ja ein tödlicher Machtkampf zwischen Papst und Kaiser über 200 Jahre. Und in den Zeiten der Pest ist die Kaiserherrschaft nach Böhmen ausgewandert, um diesen Konflikt etwas zu entschärfen mit Karl IV. Und solange er Kaiser war, war Böhmen ein unendlich aufstrebendes Land. Erste Universität wurde in Prag gegründet. Und die Pest ist nie nach Böhmen gekommen, bis Karl IV. Gestorben ist, 1378, und zwei Jahre später ist die Pest auch in Böhmen ausgebrochen. Nur, dass Sie sehen, was für eine Wirkung das Immunsystem hat. Und meine Hypothese, als ich mich so mit dieser Epidemie befasst habe, ist, wenn so viele Menschen gestorben sind, muss es eine Krise gegeben haben, und die Geschichtsbücher sind voll davon, was für Krisen damals tatsächlich geherrscht haben. Aber wenn so viele Menschen gestorben sind, dann muss das der Ausbruch einer Massenpsychose sein. Und eine Psychose als Analytiker von der Tiefenpsychologie her ist eine radikale Spaltung zwischen Gut und Böse, die nichts mehr miteinander zu tun haben und gleichzeitig der Verlust der Realität. Das ist die Definition einer Psychose. Ich gebe Ihnen ein Beispiel aus der Neuzeit. Im Zweiten Weltkrieg die arische Rasse und die 6 Millionen vernichteten Juden. Das ist ein typisches massenpsychotisches Phänomen. Und im Mittelalter, neben den Krisen, die Europa damals erschüttert haben, ist diese Spaltung ganz offensichtlich zwischen Gott und Teufel. Den Teufel hat es bisher nicht gegeben, der wurde erst im Mittelalter erfunden, und die Literatur ist voller Teufelsbeschreibungen, die immer schrecklicher werden, die Höllenvorstellungen. Oder zwischen der völlig unschuldigen Mutter Gottes, der Maria, und den Hexen, die vernichtet werden. Und am stärksten die Reaktion der Menschen auf die damalige Seuche, auf die Pest,
haben sich ein Teil der Bevölkerung gesagt, das ist eine Strafe Gottes und da gibt es nur eine Möglichkeit, nämlich Gebet und ein gottesfürchtiges Leben, Askese und ein Abwenden von jeder Lebensfreude. Und auf der anderen Seite waren die Menschen, die diese Todesdrohung permanent erlebt haben, jeden Tag, und sich gesagt haben, wir wissen ja nicht, ob wir morgen tot sind, da ist alles erlaubt. Und es gab ein grenzenloses Ausleben jeder Art von Triebbefriedigung, eine extreme Lebensfreude. Und so ist zum Beispiel das 15. Jahrhundert als das Jahrhundert der Prostitution bezeichnet worden. Ein Mann konnte sich auf der Straße eine Prostituierte nehmen, er konnte in ein privates Bordell gehen, er konnte in ein öffentliches Bordell gehen, aber er konnte auch in die Badestuben gehen. Da war zwar für die Hygiene eigentlich gedacht, aber das Wichtigste in den Badestuben war das kulinarische Vergnügen und vor allem das sexuelle Vergnügen. Und damit Sie sich das mit der Hypersexualität noch ein bisschen vorstellen können, wenn Sie sich die Malerei vorstellen, im 12., 13. Jahrhundert sind alle Menschen vom Hals bis zu den Knöcheln an den Füßen eingekleidet. Und wenn Sie dann einen Sprung machen, etwa 300 Jahre später zu Rubens oder Michelangelo, dann sind alle Menschen nackt. Das ist ein Ausdruck dieser Hypersexualität der damaligen Zeit. Oder ein anderes Beispiel ist, die Männer hatten plötzlich so einen Knollen hier vor ihrem Geschlechtsorgan und die Frauen haben angefangen, das Dekolleté zu oder für die Frauen wurde das Dekolleté entwickelt und die Brüste hochgezogen. Also das ist wirklich auch in der Alltagskleidung ist diese Hypersexualität maximal zum Vorschein gekommen. Das heißt, Europa ist, wenn Sie jetzt noch vor Augen haben, dass etwa 100 Jahre nach dem Ausbruch der Pest die Männer angefangen haben, die Frauen als Hexen zu verbrennen, Europa ist kollektiv in eine Psychose gefallen. Und ich möchte Ihnen dazu nochmal ein Beispiel geben. Luther hat, der Reformator, hat auf den Kanzeln gepredigt, dass er nächtlicherweise mit dem Teufel diskutiert und mit ihm sich zankt. Und er hätte ihm auch aus Verzweiflung seinen Scheißdreck ins Gesicht geworfen. Das konnte Luther auf der Kanzel verkündigen. Niemand hätte Luther damals als Psychotiker angeschaut. Das gehörte zur Normalität. Die Frage ist, wie ist Europa zur Normalität zurückgekehrt im 16. und dann vor allem im 17. Jahrhundert, als die Pest vorbei war. Und das ist ein sehr auffälliges Phänomen, dass das nicht etwa die Vernunft war, wie Sie vielleicht glauben könnten, sondern Frauen haben sich immer mehr zusammengeschlossen und haben angeklagt, dieser ist der Teufel. Und damit haben sie Leute angeklagt aus der obersten Wirtschaft oder aus der obersten Kirche oder aus der obersten Führung. Und weil sie diesen betreffenden jungen und erfolgreichen Männer angeklagt haben, mussten auch diese gefoltert werden und waren schließlich geständig. Und da haben die Männer dann kalte Füße bekommen. Und das war das Ende der Hexenprozesse, indem alles, was nicht normal war, in den großen Asylen eingesperrt wurden, Bettler und Arbeitslose, psychisch Kranke, Asoziale und Verbrecher. Und diese Asyle sind dann auf der einen Seite Geburtsstätte gewesen für die psychiatrischen Kliniken und auf der anderen Seite für Gefängnisse. So ist Europa in die Normalität zurückgekehrt.
Als Psychoanalytiker oder als Tiefenpsychologen wissen wir, dass eine Psychose, eine Spaltung, den Ursprung in der allerersten Lebenszeit hat. Und was mich ja schon immer beschäftigt hat, ist dieser nahe Körperkontakt von Mama und Baby. Und dass das Baby auch nachts bei der Mama schlafen konnte. Bei allen Hochkulturen, den Griechen, den Römern, wurde Mama und Baby voneinander getrennt, aber nachts durfte das Baby immer noch bei der Mutter schlafen. Und jetzt hat mich interessiert, was ist denn in der Zeit vor der Pest mit dem Baby geschehen? Und das große Thema, was Kleinkinder betrifft, war im 13., 14. Jahrhundert, dass die Priester von den Kanzeln gepredigt haben, eine Mutter dürfe ihr Kind nicht mehr zu sich auf ihren Körper nehmen, sonst wäre die Gefahr groß, dass sie es erdrücken würde. Und deswegen wurde das Baby in die Wiege verbannt des Nachts. Das heißt, das Baby hat den letzten Rest an beruhigendem Körperkontakt verloren im 13., 14. Jahrhundert. Und als Ersatz hat man das Baby in lange Wickelbänder eingewickelt, von den Füßen weg bis und mit zu den Armen und zum Hals. Und das ist nicht etwa eine grausame Methode, sondern gibt dem Baby offensichtlich wie ein Stück weit Halt, wie im Mutterleib drin. Das Baby weint viel weniger. Sein Herzrhythmus ist viel ruhiger und es verliert nach der Geburt kein Gewicht, was bei uns normal ist. Das heißt, diese Wickelbänder sind ein Ersatz für den mangelnden Körperkontakt und in diesen Wickelbändern wird das Baby in die Wiege gelegt und wenn die Mama nachts aufwacht und das Baby weint, kann sie so die Kufe leicht antippen. Und das gibt eine schaukelnde Bewegung und das ist nochmal eine Simulation seines Gefühles aus dem Körper. Das heißt, Wiege und Wickelbänder sind ein Ersatz für das Schreien. Aber was wir sicher wissen, dass indem es diesen letzten Rest von beruhigendem Körperkontakt verloren hat, dass das Schreien der Kinder, der Babys in dieser Zeit enorm zugenommen hat. Und jetzt frage ich, so eine kleine Veränderung, Verlust des nächtlichen Kontaktes, soll so eine große Wirkung haben wie eine psychotische Entwicklung oder den Ausbruch der Pest? Und als ich damals mit all diesen Ideen schwanger in die Uffizien ging, in Florenz, habe ich festgestellt, dass jedes vierte Bild Mutter und Baby, Maria und ihr Jesusbaby als Zentrum hatten. Und ich will Ihnen gleich solche Bilder zeigen. Ich war völlig fasziniert von diesen Bildern. Und als ich von Florenz nach Hause kam, hatte ich das Gefühl, ich möchte eigentlich gerne alle Museen der Welt sehen. Aber wir haben in Basel das Kupferstichkabinett und da sind unendlich viele Kunstbücher und ich durfte während vier Wochenenden mich in der Bibliothek aufhalten, konnte jedes Buch rausziehen. Überall, wo viele Marienbilder drin waren, habe ich mir die Signatur gemerkt. Und so habe ich Tausende von Marienbildern gesehen. Europa damals war besessen von der Thematik Mutter und Kind. Und diese Bilder möchte ich Ihnen jetzt gerne, ein paar dieser Bilder möchte ich Ihnen gerne zeigen. Dazu hätte ich gerne das erste Bild. Die Tafelmalerei hat angefangen im 13., 14. Jahrhundert und vorher gab es nur die Buchmalerei und die Malerei in den Kirchen. Und in diesem ersten Saal im 13. Jahrhundert waren 3 6 Meter hohe Madonnen. So wie Sie sie hier sehen, von Giotto. Mein Gefühl war,
ich habe mich völlig erschlagen gefühlt von diesen Madonnen. Und dann bin ich weitergelaufen in den Uffizien und bin schließlich auf dieses Bild gekommen. Und ich wechsle jetzt immer zwischen Italien und den Niederlanden hin und her. Das ist Hugo van der Goes. Und Sie sehen, alle sind bekleidet von oben bis unten. Aber das erste Menschenkind, das ausgezogen wurde, ist das Jesuskind. Das liegt da nackt auf dem Boden. Die Mutter betet ihr Kind blind an. Was das Kind macht, ist ihr völlig Schnurz und Wurscht. Und dieses Kind wollen wir nun ein bisschen genauer anschauen. Schauen Sie sich mal diesen elenden Wurm an. Und ich will etwas vorwegnehmen. Bei diesen Tausenden von Marienbildern, so wie am Anfang Giotto, das kennen Sie alle zu Hunderten, Baby sitzt der Mama auf dem Schoß, relativ unauffällig. Und in all diesen Marienbildern gibt es zwei Extreme. Und das eine Extrem, das zeige ich Ihnen jetzt, ich habe sie dann Bodenkinder genannt, wenn das Kind einfach auf dem Boden liegt. Das ist nochmal ein Hugo van der Goes, Anbetung der Hirten. Hier ist das Baby in einer Krippe drin. Und ich möchte nochmal dieses Kind vergrößert rausholen. Und schauen Sie die toten Augen dieses Kindes an. Als ich dieses Kind entdeckt habe, war mir klar, dass Hugo van der Goes ein Psychotiker war. Erst später habe ich Kunststudenten meinen Vortrag gehalten und die haben mir bestätigt, dass Hugo van der Goes im Alter tatsächlich psychotisch geworden ist. Das sieht man hier deutlich. Ein Landsmann, Robert Gampin, und auch wieder Maria betet ihr Kind stumm an. Schauen Sie sich dieses Kind an. Das ist einfach ein Krüppel. Das ist das schrecklichste Bild, das ich gefunden habe, von Hans Holbein. Maria und Josef beten das kleine Kind. Das ist nicht gut, die Aufnahme, aber Sie sehen ein bisschen das Kind. Ich hole jetzt das Kind wieder raus. Das ist nur noch Panik und Schrecken. Aber es gibt auch ganz andere Bodenkinder. Das ist ein Filippo Lippi, wo das Kind quasi sich von der Mama abgewendet hat, Finger im Mund, es weiß, von dieser Mama kriege ich eh nichts. Und sich depressiv von ihr abwendet. Hier nochmal so ein Bild, und zwar von Sandro Botticelli. Das Kind schreit und strampelt, aber das beeindruckt die Maria überhaupt nicht. Die betet da still weiter vor sich hin. Und Josef wird praktisch nicht dargestellt, und wenn, wie hier, dann schläft er. Ich habe Ihnen gesagt, diese Bodenkinder sind ein Extrem. Ein anderes Extrem sind höchst erotische Bilder. Das ist so ein Nahebild, ein erotisches Bild. Schauen Sie mal, wie lasziv dieses Kind den Finger im Mund hält. Schauen Sie, wie seine Stellung des Beckens, das ist ein erwachsener Mann. Schauen Sie, wo die Maria ihn hält, nämlich an diesem Becken, und ihr Blick gilt seinem Geschlecht. Das ist Jan Gossert. Mit Stillen hat dieses Bild nicht mehr so viel zu tun. Jan van Hemessen, da sich Mama und Baby auf den Mund küssen. Das letzte Bild war von Quentin Massis, jetzt ist Jan Hemessen. Und
Schauen Sie, wie die Maria dem Kind die Schenkel öffnet, damit der Zuschauer noch besser sein Geschlecht sehen kann. Und vielleicht eine kleine Anmerkung: dieser Stellung der Hand am Kinn von der Mama. Wenn früher Könige dargestellt wurden, konnten sie nicht gut darstellen, dass sie eine sexuelle Beziehung hatten mit der Königin. Aber diese symbolische Darstellung war, wenn der König ihr ans Kinn gefasst hat. Schauen Sie, wie der Kleine die Mama hält. Wenn dann die Mama auch noch ausgezogen wird, kann man sie nicht mehr gut Maria nennen, sondern dann heißt es Venus und Amor von Tizian. Oder von Agnolo Bronzino, ein kleines Puten, das die beiden zu ihrem erotischen Vergnügen beglückwünscht, und oben sehen sie die absolute Eifersucht des Papas. Das ist ein ganz besonderes Bild, weil wenn Sie das unbedarft anschauen, gilt Ihr Geschlecht in der Mitte absolut zuerst dem Geschlecht des Kindes. Und die Italiener sind Nachfolger der Römer. Überall werden römische Säulen dargestellt. Und wenn Sie das sehen, es ist ein bisschen im Dunkeln, über dem Jesuskind ist eine dicke, phallische, große, alte Säule. Und Josef arbeitet im Hintergrund, im Schatten und krüppelt, und über ihm ist eine kleine, abgebrochene Säule. Er ist schon längst kastriert. Das ist dann Ödipus, wie er leibt und lebt und von der Mutter Besitz ergriffen hat, und der Papa liegt ohnmächtig am Boden. Das ist ein Parmigianino. Dann hat mich ein anderes Phänomen interessiert, nämlich die Mütter, die sich so mit dem Gesicht auf das Kind drauflehnen und den Kopf des Kindes abwinkeln. Und für mich war das Ausdruck der depressiven Verstimmung der Mama, die ihre ganze Depression auf ihr Kind überträgt. Übrigens hat dieses Kind einen toten Vogel in der Hand, und Vogel heißt italienisch Uccello, und gleichzeitig heißt es das männliche Geschlecht. Das ist ein Piero di Cosimo, auch hier der depressive Ausdruck der Mama und wie sie ihr ganzes Gewicht auf das Kind überträgt und seinen Kopf abwinkelt. Das ist vielleicht eines der schrecklichsten Bilder, Popanameister. Schauen Sie diese Sarteraugen, die auseinandergehen. Das Kind ist völlig verzweifelt. Und auch hier wieder die Mama, die total depressiv ist und ihr ganzes Gewicht vom Kopf auf das Kind überträgt. Das kleine Baby, muss die ganze Depression des Babys tragen. Und das Baby selber kann nur mit den Händen abwehrend sagen: Mama, nicht so nahe, nicht so nahe. Nochmal ein anderes Kind oder eine andere Art von Malerei ist, wenn das Kleine diese Depression der Mama sieht und ganz besorgt ist um die Mama. Auch wieder eine Botticelli, das nennt man in der Fachsprache eine Parentifikation. Und als letztes ein Gerard David, auch wiederum das Baby, das völlig besorgt ist um seine depressive Mutter. Was bedeuten diese Marienbilder? Ich habe Ihnen nachgewiesen, dass geschichtlich im Mittelalter das Baby nächtlicherweise von der Mutter getrennt wird, dass sein Pegel von Weinen mächtig ansteigt. Und das heißt, die Ängste werden
extrem gesteigert. Und die Frage ist, wie haben die Männer sind mit diesen Ängsten umgegangen? Und da kann man zeigen, dass sie die Sexualität aus den Liebesbeziehungen abgespalten haben. Ich habe vorher von den Hexenverbrennungen erzählt. Das große Machwerk, was zur Hexenverbrennung aufgerufen hat, war der Hexenhammer, übrigens ein Bestseller der damaligen Zeit, in allen Sprachen übersetzt. Und was den Hexenhammer am meisten interessiert, ist, dass die Männer eine wunderbare Frau zu Hause haben, aber sie rennen über Kilometer zu ihren geliebten Frauen und zeugen mit ihren Frauen keine Kinder. Das ist der hauptsächliche Grundtenor vom Hexenhammer. Spaltung, die Liebesbeziehung, die Sexualität wird aus der Liebesbeziehung abgespalten. Und ich habe Sie vorher schon darauf hingewiesen, dass es das Sex, das Zeitalter der Prostitution war, wo die Männer quasi völlig aus allen Knopflöchern herausgeplatzt sind mit ihrer Sexualität. Und wie haben die Frauen darauf reagiert? Die haben sich natürlich verlassen gefühlt. Und die Gefahr ist groß, dass das Baby als Ersatz ist für den fehlenden Mann. Und das heißt, dass die Mama ihr Baby sexuell missbraucht. Kleine Zwischenbemerkung, als ich in Wien vor vielen Jahren dieses Thema so aufgebracht habe, und da waren viele Hebammen drin und viele hatten ein Baby dabei, haben im Moment, wo ich gesagt habe, dass die Mama ihr Baby sexuell missbraucht, haben 6 Babys sofort lauthals zu schreien begonnen. Das heißt, diese Bilder im Mittelalter zeigen auf der einen Seite die Trennung von Mutter und Kind, diese Bodenkinder, und die Vereinsamung. Und wenn die Mutter dann zum Kind hingeht, ist da eine Übernähe und ein Missbrauch des Babys. Aber nicht nur ein Missbrauch, sondern der Mann ist ihr ja davongelaufen. Und jeder Maler malt beide Extreme. Es gibt dann Maler, die malen mehr Bodenkinder. Es gibt Maler, die stellen mehr diese Nähe zwischen, diese Übernähe zwischen Mutter und Kind dar. Und das hat natürlich mit Maria als historischer Gestalt und mit Jesus überhaupt nichts zu tun, sondern wie die Maler damals ihre Mütter erlebt haben. Es ist die Darstellung der Trennung auf der einen Seite und dann die Übernähe, die sie überschwemmt hat. Das heißt, in diesen Bildern können Sie den Ursprung sehen, woher diese psychotische Spaltung kommt in unserer Gesellschaft. Bedingt durch dieses immer weitere Auseinanderreißen der Trennung von Mutter und Baby und was dann schließlich auch zum sexuellen Missbrauch führt. Aber nachdem die Pest vorbei war, und das war so bisher die Zeitalter des Handelskapitalismus, jetzt kommt dann im 18., 19. Jahrhundert der Industriekapitalismus in Europa, wird diese Trennung von Mutter und Kind laufend weiter verschärft. Und zwar wird als erstes werden die Wickelbänder abgeschafft und dann die Wiegen. Und anstelle davon wird das Kinderzimmer erfunden. Das heißt, das Kind braucht Ruhe und ein eigenes Zimmer. Und dann kommt die Situation, dass die Kinder nur zu bestimmten Zeiten gefüttert werden. Das heißt, die Mutter darf nur alle 4 Stunden zu ihrem Baby hin. Das heißt, die Kinder werden sukzessive zum Schreien erzogen. Und es gibt 2 große Pädagogen in der Neuzeit, John Locke in England
und etwa 100 Jahre später Jean-Jacques Rousseau in Frankreich. Und das ist wunderbar, was diese beiden Männer herausgearbeitet haben. Aber was sie vielleicht nicht wissen, ist, dass beide unermüdlich sind, in einem Plädoyer das Kind, das Baby, so viel schreien zu lassen wie möglich, sonst wäre der Charakter eines Menschen verdorben. Es ist einfach nur grauenhaft, was diese beiden Männer über die Babys schreiben. Und schließlich kommt die Klinikgeburt in der Neuzeit. Nach dem Zweiten Weltkrieg gebären ungefähr 95% der Frauen im Spital, weil sie dort sicher sind und weil ihnen jedes Schmerzmittel gegeben werden kann. Und die Klinikgeburt zeichnet sich dadurch aus, dass Mutter und Kind nach der Geburt voneinander getrennt werden, eine Woche lang. Und dabei ist, das wissen wir heute, dieses Bonding, der erste Körperkontakt zwischen Mutter und Kind, absolut entscheidend. Vor allem, wenn die Mama nicht medikamentös gestört ist, dann verliebt sich die Mama in das Baby und das Baby in die Mama und die schauen sich immer wieder in die Augen. Das wird komplett unterdrückt durch die Klinikgeburt. Und das Resultat dieser Trennung seit der Zeit der Pest ist ein tobendes und schreiendes Baby in uns allen, eingemauert im Körper, im Unbewussten, eine perfekte psychotische Spaltung und wir an der Oberfläche, wir funktionieren alle normal. Und dies verstehe ich als Anpassung der Menschen an den Industriekapitalismus, indem sie ihre innere, unendliche Verlassenheit kompensieren, indem sie in beliebige Suchtverhalten ausweichen, wo ersatzweise das gesucht wird, was ursprünglich vermisst wurde, nämlich die Nähe zu einer Mutterperson. Und mit diesem Suchtverhalten zerstören wir heute die Welt. Was mein Anliegen ist, ist zu zeigen, dass nicht der ein, und ich habe mehr als 50 Jahre jetzt Praxiserfahrung, dass nicht der einzelne Mensch krank ist, sondern unsere Gesellschaft ist krank bis in die Knochen. Und jetzt frage ich, entlasse ich Sie so mit diesem depressiven, mit diesem Negativismus? Und ich möchte natürlich Ihnen sagen, ich bin extrem optimistisch, was unsere Gesellschaft betrifft, weil ich feststelle, dass seit etwa 50 Jahren die Mütter angefangen haben, die Kinder wieder auf den eigenen den Körper zu nehmen. Und zwar indem sie sie zuerst gestillt haben, aber daraus ist immer mehr Körperkontakt entstanden. Und als ich mein erstes Buch geschrieben habe, ist im Stern so ein kleines Inserat entstanden, habe ich entdeckt, dass die Mama ihr Baby auf den Körper binden kann. Und die ersten, die das gemacht haben, waren die Hippies in den 60er Jahren, die mit dem Slogan gelebt haben, Make Love, Not War. Und dieses Herumtragen des Babys ist zu einer Massenbewegung geworden. Ich würde so vorsichtig schätzen, dass etwa ein Drittel der Bevölkerung heute das Kinderweinen wieder ernst nimmt als Todesängste und dass in ganz progressiven Familien das Baby auch schon wieder im Bett der Eltern schlafen darf, das Familienbett. Und ich verstehe dies, nachdem wir Tausende von Jahren diese Trennung immer schärfer vorangetrieben haben, seit Sumer, verstehe ich diese neue Nähe zwischen Mama und zwischen Eltern und ihrem Baby als eine unendliche Heilungschance am Ende des Kapitalismus heute. Und mit diesen Ausführungen möchte ich Ihnen jetzt meine Gedanken mitteilen zu Corona heute.
In der Pest können wir feststellen, dass die Gesellschaft radikal gespalten wurde zwischen Strafe, Pest ist Strafe Gottes und Abkehr von jeder Lebensfreude und dem totalen Lebensgenuss der Hypersexualität. Und die Bevölkerung ist so radikal auseinandergebrochen in den nächsten 300 Jahren, dass eine Verständigung zwischen diesen beiden Blöcken nicht mehr möglich war. Und heute mit Corona ist erst 2 Jahre alt. Und es ist natürlich ein Riesenunterschied in der Sterblichkeit. Pest hat wirklich, das war ein Massensterben par excellence. Aber durch Corona kann ich wieder ein ähnliches Spaltung der Gesellschaft feststellen zwischen Menschen, die in Panik sind und sich total bedroht fühlen. Und auf der anderen Seite Menschen, die überhaupt keine Angst haben vor diesem Virus und die Corona verstehen, als dass das etwas verdeckt, was in der Tiefe verborgen ist und mit diesem Virus überhaupt nichts zu tun hat. Und je länger Corona dauert, stelle ich fest, dass diese Spaltung immer tiefer wird, dass es wie im Mittelalter praktisch keine Kommunikation gibt zwischen diesen beiden Lagern, kein Verstehen mehr, nur noch ein gegenseitiges Entwerten und Diffamieren. Europa oder die Welt, heute ist es nicht mehr Europa. Die Welt ist komplett gespalten zwischen diesen beiden möglichen Reaktionen. Und soweit meine Erfahrungen reichen, kann ich folgende Hintergründe feststellen, dass wenn Menschen bereit sind, sich selber zu erforschen, dann spüren sie, dass sie Todesängste in sich tragen. Auf der anderen Seite sind es Menschen, die sich selber nicht in Frage stellen und dort werden die Todesängste projektiv nach außen gerichtet zu diesem tödlichen Virus. Ich glaube, dass Corona der Beginn einer neuen Massenpsychose ist weltweit. Wie erwähnt, mit der Einschränkung, die Sterblichkeit ist komplett verschieden. Und ich möchte Ihnen dazu eine Geschichte erzählen, wie ich die Viren selber einschätze. In den 80er Jahren des letzten Jahrhunderts sind immer mehr Seelöwen in der Nordsee gestorben. Am Schluss waren es weit über 80% und die Mütter hatten entsprechende Totgeburtraten. Das heißt, die Babys kamen wirklich krank auf die Welt. Und natürlich wurden verschiedene und viele Viren festgestellt, die dies zu diesem Tod geführt haben. Aber es sind natürlich nicht die Viren, sondern es war die Umweltzerstörung in der damaligen Zeit, die dieses Massensterben verursacht hat, die die Seelöwen Mütter und dann natürlich ihre Babys immer hat kränker werden lassen. Es ist die Umweltzerstörung, welches diese Mütter und ihre Kinder vernichtet hat. Ich glaube, dass der Krieg ein Symptom ist, für eine psychotische Struktur. Und solange wir Armeen und die dazugehörigen Geheimdienste aufbauen und unterhalten, sind wir gefangen in einem psychotischen System, in einem schizophrenen System. Ich glaube an keinen Krieg gegen den Terror, sondern ich glaube nur an die Rebellion von gewissen Volksschichten oder Völkern gegen die Ungerechtigkeit in ihrem System. So glaube ich, dass es keinen Krieg gibt gegen die Drogen, sondern es gibt nur unsere universelle Süchtigkeit
und wir müssen unser Zusammenleben verändern, damit sich diese Sucht verändert. Und so glaube ich, dass es keinen Krieg gibt gegen die Viren, mit der einzigen Lösung Impfung. Viren und Bakterien sind ein Teil des lebendigen Systems und sie zerstören nur, was krank ist, was ein möglicher Neuanfang darstellt. Ich glaube, Corona ist ein Symptom für das Ende des Kapitalismus, da wir die Welt mit unserer Sucht zu zerstören beginnen. Und Sucht ist immer eine vergebliche Suche nach Wärme, Liebe, Geborgenheit und Schutz. Und weil wir das vom Suchtmittel, wie immer das aussieht, nie erhalten, müssen die Drogen laufend erhöht werden. Und damit zerstören wir die Welt. Ich glaube, dass Macht und Geld immer verbunden ist mit Korruption. Beide Systeme müssen immer schneller größer werden und sich vermehren. Damit aber wird die Schere zwischen Arm und Reich geht immer weiter auseinander. Eine Massenverarmung findet schon statt und wird stattfinden und ein unendlicher Hunger wird zurückkehren in diese Welt und ein Massensterben nicht durch Corona. Und ich glaube, dass die Menschen mit Macht und Geld natürlich auch erahnen, dass unser System am Zerbrechen ist. Nur sie haben nur eine Lösung, die totale Kontrolle. Und damit verbunden auch ein Großteil der Bevölkerung, weil sie hoffen, durch die Kontrolle, durch diese totale Kontrolle zu überleben. Nur diese totale Kontrolle führt zur Einschränkung, zum Verlust und zur Abschaffung von unseren Grundrechten, zu unserer Demokratie und zu unserer Freiheit. Meine Erfahrung als Psychotherapeut: Kontrolle ist immer ein Symptom von Traumatisierung. Ich habe mein Pestbuch in den 90er Jahren zu Ende geschrieben, mit der Hoffnung, die Menschen vor einer Katastrophe und einem Kollaps zu bewahren, wenn wir so weitermachen wie heute oder wie damals. Und dann kamen am Anfang des 20. Jahrhunderts zuerst die Vogel- und dann die Schweinegrippe. Aber nach kürzester Zeit sind diese viralen Erscheinungen wieder verschwunden und aus den Headlines von der Presse, die hat nicht mehr darüber berichtet. Und als Corona ausgebrochen ist, das tönt jetzt paradox, war das für mich wie eine Erlösung, weil ich geahnt habe seit 40 Jahren, was da auf uns zukommen wird. Gibt es eine Hoffnung? Und hier möchte ich nochmal an die Eltern, an die Mütter und ihre Babys erinnern, die auf das Weinen der Kinder heute wieder hören und sie als Todesängste verstehen, und die neue Nähe, die zwischen Mama und ihrem Baby entstehen darf, der Körperkontakt. Und das ist eine stille Revolution, das ist kein Guru von oben, der da gesagt hat, ihr müsst, sondern das kam aus der Bevölkerung, von den Eltern selber, von den Müttern. Und ich habe das als eine unendliche Heilungschance, oder ich sehe das als eine unendliche Heilungschance nach Jahrtausenden von Trennungsjahren zwischen Mutter und Baby.
Meine Beobachtungen haben vor 50 Jahren begonnen. Corona ist erst 2 Jahre alt. Also ist das noch ein unsicheres Tasten, was meine Hoffnung für Corona bedeutet. Als ersten Punkt möchte ich auf die Friedensbewegung in der Schweiz hinweisen, die am Ende des letzten Jahrhunderts als erstes Land auf der Welt die Armee abschaffen wollten, was ich als einen unendlichen Akt der Vernunft ansehe. Es gibt keine sinnvollen Kriege, sondern es gibt nur Konflikte oder es gibt nur Lösungen von Konflikten. Und mein fast grenzenloser Optimismus lässt mich glauben, dass wir in 100 Jahren die Abschaffung der Armeen hoffentlich in die Tat umsetzen und damit aus diesem psychotischen System ausbrechen, und hoffentlich schließen wir dann auch oder beenden wir den Krieg gegen die Tiere und schließen die Schlachthäuser. Meine Erfahrung ist, als zweiten Punkt, dass immer mehr Menschen sich auf den Weg machen, sich selber kennenzulernen. Der Weg ist, dass sie ihre schmerzlichen und verletzten Gefühle zulassen und spüren, das Böse ist nicht außen und kann durch keinen Krieg beseitigt werden, sondern das Böse ist immer in uns selber verborgen und ist das Resultat von alten Verletzungen und Traumatisierungen. Parallel stelle ich fest zu dieser Entwicklung, dass in den letzten Jahrzehnten sich immer stärker ein neues Krankheitsverständnis breit macht. Die Menschen wollen ihr Leiden und ihren Schmerz nicht mehr weghaben und ihn loswerden, sondern sie wollen versuchen zu verstehen, was ist der Sinn meines Leidens? Was will der Körper damit ausdrücken? Es sind Menschen, die nicht nach einem unendlichen Leben streben, sondern Sterben gehört zum Leben. Der Tod ist der Übergang ins Jenseits und es ist das Ziel unseres Lebens. Und als letzten Punkt, Voraussetzung für diesen Weg, ich habe es erwähnt, ist, dass alle schmerzlichen und schwierigen Gefühle zugelassen werden, nicht sie weghaben, mit dem Ziel, sie ausheilen zu lassen. Ich nenne dies den radikalen Weg nach innen, weil diese Menschen spüren, dort sind unsere größten Schätze verborgen. Unsere Menschlichkeit, unsere Kreativität und unsere Stärke. Dann herrscht in uns Ruhe, Zufriedenheit, Lebensfreude, Freiheit und Frieden. Ich glaube, dies ist der göttliche Kern in uns allen und gibt uns Mut und Kraft, den eigenen Weg im Leben zu finden. So wie immer mehr Menschen aus den autoritären Kirchen austreten und ihren eigenen spirituellen Weg gehen. Meine Hoffnung ist, dass Corona und alle Begleiterscheinungen letztlich ein Schritt sind auf einem neuen Weg in eine Menschlichkeit und Spiritualität. Ich danke Ihnen für Ihre Aufmerksamkeit.